Ja, hallo, herzlich willkommen. Es geht wieder los. Das erste Tutorial habe ich euch schon bereits, ist schon online, was ihr machen müsst bezüglich Schiff und Outpost. Jetzt zeige ich euch mal, wie man einen Schatz hebt. Dazu kaufen wir uns schnell eine Karte. Dieser Mann sieht da sehr vertrauenswürdig aus. Warum soll ich dem keine Karte abkaufen wollen? So. Hier haben wir schon eine 20 Gold, das ist ja richtig günstig. Come again. Ich komme wieder auf alle Fälle. So, gut. Dann lasst uns mal schnell aufs Schiff schmeißen. Perfekt geparkt. So, wir laden gleich mal die Kanonen. Wenn ich Kanonenkugel mit hätte, ich nehme da gleich ein paar raus. Einmal, zweimal. Ich lasse die Kanonen unten. So, wir voten gleich mal. Ich nehme an, das sind mindestens zwei oder drei Karten. Na, was sage ich? Zwei Karten sind es. So, okay. Dann lass uns gleich mal nachschauen, wo wir hin müssen. Wir sind am Plunder Outpost und wir müssen. Wo müssen wir hin? Das ist mal Paradise Spring, müsste das sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nein, ich irre mich. Das ist Lookout. Lookout Point. Der liegt auf L25. Und das nächste, das ist. Was könnte das sein für eine Insel? Die kommt mir sehr bekannt vor. Das ist Sharkbait Cove. Das liegt auf I24. Also beide Inseln eigentlich gleich nebeneinander. Das macht Freude. So, da haben wir es schon. Das heißt, wir haben ein Dreieck. Wir werden gleich mal Look Point ansteuern und dann Sharkbait Cove. Wir haben zwei Schätze auf Sharkbait Cove und einen Schatz haben wir am Lookout Point. So, na gut, dann lassen wir mal den Anker hochgehen. Segel setzen. So. Wir müssen Richtung Süden, Süd-Südwest, würde ich mal sagen. Ja, Süd-Südwest. So, okay. Na, perfekt eigentlich. Wie geht der Wind? Auch perfekt. Na, was will man mehr? Rückenwind und schönstes Wetter. So. Dann schauen wir mal ins Krähennest, ob wir feindliche Schiffe sehen. Beziehungsweise Schiffe sehen. Nicht alle sind feindlich. Und da ist auch schon die Insel voraus. Habe ich jetzt zwar etwas falsch hingestellt, aber okay. Anker lichten. So. Nehmen wir gleich ein paar Sachen mit.
Oh, da ist schon ein Freund. Oh, eine Flaschenpost. Ihr habt gesehen, der pariert sehr gut. Eine Flaschenpost, die nehmen wir natürlich auch mit. So. Noch einen Blick auf die Karte werfen. Also er ist eigentlich in dieser Felsformation, in dieser Steinfelsformation in der Runden. So. Das heißt, die Steinfelsformation müsste dann das hier sein. Das heißt, einmal noch einen Blick drauf werfen. Ja, das sieht mir schon sehr gut aus. Also eher hier. Okay. Ein Felsen. Oh, das ist gerade dieser Felsen hier. Das ist er. Ihr seht, mittlerweile sind die Skelette richtig aggressiv. Eine Marauders Chest müsste das sein. Nein, eine Seefahrerkiste. Wir könnten jetzt nochmal auf die Kiste schauen, auf die Insel schauen, die Kiste sage ich schon. Vielleicht liegt da noch eine Kiste rum. Manchmal hat man das Glück. Und irgendwo steht da noch eine Kiste versteckt herum. Nein. Jetzt auf den ersten Blick nicht. Ich will da jetzt auch nicht viel zu lange suchen. Aber es zahlt sich immer wieder aus, einen Blick rund um die Insel zu machen. Wenn ihr Zeit habt. Denn ich habe letztens zwei zusätzliche Kisten gefunden auf einer Insel. Und das macht schon Sinn. So, wir müssen jetzt eigentlich nach Westen, glaube ich. Genau, Sharkbait Cove, einmal die Insel umrunden. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal die Anker lichten und los geht's. Also, ihr habt gesehen, wichtig ist es, genau auf die Karte zu schauen. Dann sollte das kein Problem sein, den Schatz zu finden. So, wir müssen Richtung Westen. Ich nehme mal an, das ist eh schon Sharkbait Cove da voraus. Machen wir mal ein bisschen Druck. Damit wir etwas schneller sind. Da geht es dann richtig zügig voran, wenn der Wind richtig in die Segel bläst. Das ist gut so. Da machen wir Meter, mein Lieber. So. Eine große Insel. Schauen wir mal, dass wir das schön anlegen können. Nicht zu nah. Anker raus. Und gleich mal Steuerbord drüber.
Und wir springen ab. So. Ui, da könnten auch viele Schätze liegen. Schauen wir mal auf der Karte nach. Da haben wir sogar die Flaschenpost. Schatzkarte auch. Das ist perfekt. Also haben wir drei Kisten hier zum Mitnehmen. Jetzt schauen wir mal auf den Kompass. Das heißt, wir schauen Norden. Die Karte zeigt auch nach Norden. Das heißt, wir müssen hier in die Mitte und hier auf die große Insel zurück. Ja, das müsste der lange Schlauch sein. Schauen wir mal, das dürfte eine kleine Insel sein. Ja, okay. So, dann sind wir da am Spitz. Hier entlang, dann hier in der kleinen Bucht, würde ich mal sagen, gehen wir da hinein. Und von da aus würde ich mal entweder auf hier tippen. Nein. Dann hier. Nein. Das war da vorne. Also ihr seht schon, wenn es richtig im Dickicht ist, ist das gar nicht so leicht zum Lesen. Man muss, ich würde mal sagen, so auf einen Meter genau eigentlich graben. Okay, ich gehe jetzt dann nochmal ein Stückchen weiter hinein. Ah, da ist sie. Ihr seht schon, da geht es richtig ab. Einmal eine Banane für zwischendurch. So. Die erste Kiste haben wir. Die werden wir gleich mal zum Schiff tragen. Wir müssen uns beeilen. Das Wetter könnte nämlich zu uns ziehen. Und das Wetter möchte ich nicht unbedingt Schätze suchen. So, das heißt, hier war Norden, wenn ich mich recht entsinne. Dann müssen wir hier rüber. Da muss irgendwo so eine kleine Insel sein. Ihr seht schon, diese Map ist wirklich groß. Da könnte man fast einen, okay, das sieht aus, hier sehen wir diese Felsformation geradeaus. Das heißt, die Insel müsste jetzt, ich brauche wieder mal den Kompass, seht ihr, Norden. Das heißt, die Karte zeigt hier auch nach Norden. Das heißt, es müsste diese kleine Insel hier sein. Da drüben. Ja, das ist sie. Hier. Hier sind schon leere Kisten. Jawohl. Ihr seht, auch die Skelette essen mittlerweile Bananen.
Schauen wir gleich auf die Karte. Das war da, das heißt, wir werden die Schätze jetzt mal ein bisschen zusammentragen. Die werden wir mal hier ablegen. So. Hier, hier, da müsste das hinter dieser Felsformation die Insel liegen, wenn alles richtig ist. Da sehen wir schon die nächste Flaschenpost glänzen. So. Tja. Ihr seht extrem viele Skelette. Felsen sein. Das sind die nicht, glaube ich. Müssen weiter hinten sein. Jawohl. Hier sollte er sein. Schauen wir mal. Hier nicht. Hier auch nicht. Da ist er. Ihr seht, wenn da so. Zurück zum Schiff. Ich hoffe, ich finde das Schiff jetzt noch. Da ist es schon. Das heißt, es aufpassen, in der Zwischenzeit könnten locker andere Schiffe gekommen sein. Nein, wir haben Glück. Wir sind noch alleine. So, holen wir uns noch die andere. Und dann fahren wir am Außenposten und dann haben wir mal die Schätze gelagert. Bringen wir zurück und dann ist schon wieder das Tutorial zu Ende. Ihr seht also, mit ein bisschen, wenn man etwas aufpasst, findet man die Schätze relativ einfach. Schaut, was da steht. Was ich vorher gesagt habe. Eine Marauders-Chest. Ziemlich wertvoll. Die bringen wir auch gleich an Land. Na, da haben wir jetzt da ordentlich abgesahnt. Würde ich jetzt mal sagen. Für einen Mann-Betrieb. So viele Kisten habe ich auf einer Insel auch noch nicht gefunden, muss ich euch sagen. Drei war bis jetzt mein Maximum. Das hier sind jetzt 4 Kisten.
So. Das sieht aus wie ein Riesenfisch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich war auf dieser Insel noch nie. Und ich habe wirklich schon oft das Spiel gespielt. Und da ist sie schon, meine Kiste. So. Gut, zurück zum Schiff und zurück zum Außenposten. Und dann schauen wir mal, wie viel Gold wir bekommen. Jetzt schaue ich noch schnell zu dem Wasserfall. Vielleicht liegt da auch noch etwas. Jetzt werde ich gierig. Okay, nein, hier liegt nichts mehr. Definitiv eine super Map, wo es viel zu entdecken gibt. Ich liebe solche Maps. Die muss ich mir gleich richtig merken. Sharkbait Cove. Ui, jetzt muss ich mich beeilen. Ich glaube, der Sturm kommt auf uns zu. Und das wäre nicht gut, wenn er mich treffen würde. Ja. So. Zurück zum Außenposten. Na bitte, was will man wehr? Das ist östlich. Östnördlich würde ich mal jetzt sagen. Dann werden wir jetzt mal den Anker lichten und Richtung Außenposten fahren. So. Segel drehen. Passt perfekt. Ah, jetzt haben wir Rückenwind. Ah, Vorderwind. Sprich Gegenwind. Da geht alles ein bisschen langsamer. Naja, 1, 2, 3, 4, 5 Kisten. Ja, das ist schon schön. Ein kleines Unwetter da vorne. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich würde sagen, wir werden ein bisschen musizieren, für das, dass wir so viel Gold haben. Da freut er sich, wenn es viel Gold gibt. Ich hoffe, es kommen noch mehr Lieder zur Auswahl. Ich finde das recht ein recht nettes Gimmick, dass man hier Musik spielen kann. Perfekt. So. Und da sind wir schon. Ich fahre jetzt gleich mal direkt dran.
zwar ohne, dass wir... Jetzt nehmen wir gleich mal die Marauders Chest. So. Gut. Schnell zum Goldhorder bringen und hoffen, dass niemand da ist, der sie uns wegnehmen kann. Schaut aus, wie wenn die Luft rein wäre. So. 333, das ist absolut wenig. Also da habe ich echt mit mehr gerechnet. Das finde ich jetzt wirklich wenig. Ich fahre jetzt noch ein bisschen an Land, das ist mir etwas zu weit weg. Da muss ich viel zu lange rudern. Das gefällt mir nicht. War jetzt klar, dass wir da dagegen bersten. Das fühlt sich schon. So. Passt, jetzt aber schnell hinauf. Und den Anker lichten. So. Passt. Das ist wesentlich kürzer. Ja, 204, also... Da gibt es jetzt nicht so viel Gold. Bin ich eigentlich überrascht. Gespannt bin ich schon, was es für die Kiste gibt von der Flaschenpost. Ob die etwas mehr ist. Denn die kann man ja schließlich nicht kaufen, sondern die muss man finden. Das war die da. Nach 93. Das ist ja ein schlechter Stundenlohn. So. Okay, die letzte Kiste. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was. Ich habe euch etwas zeigen können, wie man einen Schatz sucht. Ihr habt selbst gesehen, ich habe auch etwas gebraucht. Aber mit ein paar Hinweisen geht das. Also, bis zum nächsten Mal. Dann zeige ich euch, wie man ein Schiff angreift.